Ja, ein ganz herzliches Dankeschön an das BFR für die Einladung hier auf diesem 10. Symposium zum Thema Produktinformation aus der Sicht der Giftnationszentren sprechen zu können. Katrin, in dem Fall ad personam an dich. Wir kennen uns seit über einem Vierteljahrhundert mittlerweile durch die intensive Zusammenarbeit der Giftnationszentren mit dem BFR. Ja, ich habe, wie gesagt, das Thema Produktmeldung aus der Sicht eines Giftnationszentrums. Das Feld ist natürlich sehr breit. Ich habe noch einen kleinen Untertitel dazu geschrieben, das Ziel am Ende eines langen Weges. Denn es sind doch mittlerweile gut etwa 20 Jahre, die wir an diversen Dingen zusammengearbeitet haben und die jetzt sich so ein bisschen kumulieren und auf diese neuen Produktmeldungen auf europäischer Ebene dann zusammengefasst werden. Also ein ganz spannendes Thema und ich muss sagen, ja, freut mich sehr, da auch nochmal so ein paar Dinge aus der Vergangenheit nochmal zu zeigen. Gut, ja, bevor wir richtig einsteigen, jetzt muss ich gerade schauen, noch dieser Knopf, genau, ich habe Ihnen hier kurz das den Fahrplan mitgebracht. Zunächst Logbuch GIZ Mainz, Giftberatung live. Da will ich Sie ein bisschen mit entführen in die Welt der Giftnationszentren. Welche Konsequenz dann im zweiten Punkt haben die Produktinformationen in der Bewertung bei uns, in der therapeutischen Konsequenz? Was machen wir damit? Hat das überhaupt eine Konsequenz? Dann ein Blick hinter die Kulissen GIZ Mainz, die Kernkompetenzen eines Giftnationszentrums, das ist im Prinzip in den verschiedenen Giftnationszentren identisch. Wie hängt die Produktinformation mit der Falldokumentation zusammen? In dem Moment, wo uns die Industrie fragt, sagen Sie mal, gibt es denn mit unseren Produkten über Expositionsfälle, gibt es schwere Vergiftungsfälle? Da sehen wir, wie wichtig ist, dass diese zwei Dinge zusammenhängen. Und dann eines aus meiner Sicht der wichtigsten Themen, die Produktidentifikation. Das ist ein Thema, was uns die letzten ja tatsächlich 20 Jahre intensiv umgetrieben hat. Und insofern sind wir sehr froh, dass der JuFi kommt. Wir hoffen, dass es tatsächlich zu einer substanziellen Verbesserung führt. Und dann nochmal ein ganz kurzer Blick in unsere Fachgesellschaft und ein Fazit. Gut, dass Sie nicht nur passiv da sitzen, habe ich Ihnen eine Frage mitgebracht. Das Gift des Winters. Kennen Sie das Gift des Winters? Gift des Winters, ein ganz gefährlicher Feind, ist nicht nach CLP gekennzeichnet, kommt aber ubiquitär vor und wir erleben jeden Tag Todesfälle. Pardon? Glühwein. Glühwein in dem Fall noch nicht, nein, genau. Also, wir sind zwar bei der Grillwurst, aber es ist nicht der Glühwein, es ist das, was entsteht bei dem Verbrennungsprozess, ist das Kohlenstoffmonoxid. Ich sage es deswegen, ich habe auch gerade vor 3 Wochen war es mittlerweile her, unsere Studenten in Mainz, 400 Studenten zu Beginn des Wintersemesters gesagt, denken Sie bitte dran, es ist ganz wichtig, man muss dran denken, es ist geruchlos und so weiter, es ist also wirklich ein ganz großer Feind. Vor etwa 10 Jahren hatten die Kollegen der Rechtsmedizin hier vermehrt Todesfälle gesehen, wir haben das aufgegriffen in unserer Fachgesellschaft, die Erfurter Kollegen hatten dann eine Zusammenstellung gemacht, Kohlenmonoxidvergiftung durch Grillen, wenn man diese Grills mit in den Innenraum nimmt. Und gestern über die Presse wieder rausgegangen, keine 24 Stunden her, totes Ehepaar in Frankreich, durch den Schnee, Wintereinbruch wurde hier auch ein Stromgenerator im Innenraum verwendet, ist Kohlenmonoxid entstanden, bei allen Verbrennungsprozessen, immer dran denken. Und ja, auch im Sommer, wer also Kinder hat in diesem Alter, bitte darauf hinweisen, also das ist nichts für den Innenraum, da entsteht Kohlenmonoxid. Was kann man dagegen machen? Es gibt CO-Melder und ich sage nur, bitte nehmen Sie es ernst, wir erleben jeden Tag quasi Todesfälle. Es ist einer der größten Feinde. Gut, das war nur so ein kurzer Vorspann, weil es mir wichtig ist, dass Sie auch was fürs Leben und fürs Überleben mit nach Hause nehmen. Ja gut, jetzt geht es weiter im eigentlichen Kapitel. Versetzen Sie sich in dieses Raumschiff, tauchen Sie ein mit mir in das Giftnationszentrum Mainz. Wir schreiben das Jahr 2000X. Nach Christus, 19.43 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, war ein Zeitraum, den ich einfach zufällig herausgegriffen hatte, pausenloses Telefonklingeln. Wir gehen sehr rasch drüber, es ist nicht, die Einzelheiten sind nicht von Relevanz, nur dass Sie ungefähr wissen, was sich da abspielt. Also Anruf einer besorgten Mutter, anderthalbjährige Tochter, hatte zuvor wenige Milliliter Tanasynt genommen, eine Creme mit einem synthetischen Gerbstoff, derzeit keine Symptome, Flüssigkeit empfohlen, Mutter beruhigt. Eine Minute später Anruf eines Pädiaters, 7-jähriges Kind, nahm nach elterlicher Fehldosierung zu viel Antibiotika zu sich. Hier genaue Dosisberechnung, Beratung zur weiteren Dosierung in den folgenden Tagen. 8 Minuten später, Internist aus Notaufnahme ruft an, 38-jähriger Patient hat in suizidaler Absicht Alkohol und 28 Tabletten eines Beruhigungsschmerzmittels eingenommen. Dosisberechnung, Gefährdungsabschätzung,
eingehende Beratung und dann intensivmedizinische Überwachung und Therapie empfohlen mit weiteren Details. 2 Minuten später Einruf eines Angehörigen, 17-jähriger Sohn, hat aus ungeklärten Ursachen 2 Tabletten der LL-ischen Blutdruckmedikation eingenommen. Frage Suizidalität, Symptomabfrage, Indikationsstellung zur ärztlichen Untersuchung wegen dieser fraglichen Suizidalität. 2 Minuten später ärztlicher Bereitschaftsdienst. 56-jährige Patientin, mehrere Stunden zuvor vitalbedrohliche Dosis eines Psychopharmakons eingenommen, hat bereits EKG-Veränderungen, Indikationsstellung zur intensivmedizinischen Therapie. 4 Minuten später, besorgte Mutter ruft an, beide Kinder, 3 Stunden Kontakt mit dem Unkrautvernichter gehabt, Produktidentifikation, Risikoabschätzung, da war keine Gefahr, Mutter beruhigt. 7 Minuten später dann, diensthabender Pädiater in der Notaufnahme und so weiter. Ich gehe schnell durch. 2 Minuten später und nochmal 3 Minuten später, 8 Minuten später, können das Ganze abkürzen. So, das heißt, wir hatten hier in einer Stunde 12 Anrufe. Das heißt, alle 5 Minuten ein Anruf und die Anrufer sprechen sich im Allgemeinen nicht ab, sodass sie regelmäßig kommen. 2 Berater vor Ort können sich vorstellen. Das ist die Taktung. Wir haben in diesem Jahr bis zu 200 Anrufe am Tag. Das ist im Schnitt 8 pro Minute, wenn man es über den ganzen Tag verteilt. Das ist also die Taktung. Das sind die Grundbedingungen, mit denen wir in den Giftnationszentren arbeiten, mit denen wir Produktinformationen finden können müssen. Ja, das war der kleine Vorspann. Sie können jetzt wieder aus dem Raumschiff aussteigen. Produktinformation, therapeutische Konsequenz. Das sind wir und der vergiftete Patient, also der klinische Toxikologe, überlegt, was kann hier passieren. Die Formel kennen Sie, die Schwere einer Intoxikation ist Toxizität mal Menge. Und unter Berücksichtigung natürlich des zeitlichen Ablaufs, für die Toxizität brauchen wir natürlich die Produktinformation. Das ist einfach an dieser Stelle wichtig. Und der Ablauf ist dann so, es kommt irgendwann zu einer Exposition mit irgendeinem Produkt und dann beginnt möglicherweise ein Vergiftungsverlauf mit Symptomen. Dann klingelt bei uns das Telefon und wir sind dann aufgefordert, eine Risikostratifizierung durchzuführen. Oftmals ist der Zeitpunkt nicht genau bekannt, auch das Produkt nicht so genau bekannt. Wir tappen dann etwas im Nebel und dann müssen wir einfach mit einem weiteren Verlauf rechnen, wie immer er auch aussieht. Und zack, plötzlich kommt es dann doch zu Krampfanfällen oder derartigen Dingen. Vergiftungen sind sehr dynamische Erkrankungen. Wichtig hierfür, für eine kompetente Risikostratifizierung benötigt der Berater die Produktzusammensetzung. Ohne das ist es gar nicht möglich, eben die Toxizität abzuschätzen und das innerhalb weniger Sekunden. Wir haben nicht wenige Minuten Zeit, wie Sie gesehen haben, sondern es muss wirklich sehr zackig gehen. Gut, wir machen davon natürlich unsere Therapieempfehlung abhängig und ich zeige Ihnen jetzt das Kleeblatt unseres Therapiespektrums. Die erstgradige Dekontamination, Magenspülung machen wir ja heute kaum noch. Meist dann Kohlegabe, zweitgradige Dekontamination, wenn das Gift schon systemisch ist, gibt es Substanz, die wir über eine Hämodialyse wieder entfernen können. Gibt es entsprechende Antidota oder, und das ist eigentlich heute das, was den größten Teil der Vergiftungs-Entgiftungstherapie ausmacht, diese supportive Therapie. Also die gute Intensivmedizin, die wir heute haben mit all den Möglichkeiten, schafft eigentlich den Vorteil für den Patienten. Wir haben früher ganz, ganz viele Mägen gespült. Ich selbst habe noch zu meiner frühen Assistenzarztzeit, ich glaube, jede Woche einen Magen gespült. Heute spülen wir alle paar Jahre mal, ganz, ganz selten. Auch die Dialyse ist weniger geworden. Ich habe Ihnen hier einen kleinen Film mitgebracht. Ich weiß, können Sie den starten? Das wäre, ich habe hier, glaube ich, keine Chance. Geht es oben? Sorry. Okay, das scheint irgendwie nicht möglich zu sein. Es ist der Blick mit dem Endoskop in den Magen eines 2-jährigen Kindes, um einfach die Konsequenz auch zu zeigen. Es hat natürlich schon Konsequenzen, wenn wir sagen, bitte jetzt endoskopisch nachschauen oder eine Magenspülung machen oder ein Antidot geben. Viele Dinge haben natürlich auch unerwünschte Wirkungen, Nebenwirkungen. Wollte Sie hier einfach mal mit eintauchen lassen in die... Das scheint... Ja, vielen Dank. Genau, Sie sehen von oben das Endoskop runterkommen von der Speiseröhre und Sie sehen diese silberfarbenen Auflagerungen. An manchen Stellen sieht man also auch etwas rötlich. Hier, da genau im Vordergrund sieht es etwas rötlich, die Schleimhaut, die hier erodiert ist. Das Kind hatte die Eisentabletten der Mutter erwischt. Das ist in dem Fall jetzt ist ein medizinisches Präparat, aber Sie sehen, diese Veränderung war ganz schlecht auch mit dem Wasserstrahl abzuspülen. Es konnten allerdings einige Eisentabletten entfernt werden und das Kind konnte dann nach 2 Tagen die Intensivstation wieder verlassen. Es musste kein Antidot gegeben werden, hatte nur eine leichte metabolische Azidose entwickelt.
Gut, Blick in das Giftinformationszentrum Mainz. Was sind so die Kernkompetenzen? Hier vielleicht noch ein kurzer Blick. Wir sind seit über 50 Jahren auch aktiv, seit den Mitte der 60er Jahre, zuständig für Hessen und Rheinland-Pfalz. Wie in allen anderen Giftinformationszentren kriegen wir natürlich gerade so aus dem Randbereich auch Anrufe aus den anderen Bundesländern, das in den anderen Zentren vice versa das Gleiche. Haben etwa 37.000 Beratungen im Jahr und die Kernkompetenz ist eben die Risikostratifizierung, Empfehlung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen. Ja, so sah das zu Beginn aus. Da gab es noch Nikotin und Koffein im Arztzimmer der Intensivstation. Das ist heute, hat man sich beschränkt auf nur noch Koffein. So sieht es heute aus. Also wir sind nach wie vor auf der internistischen Intensivstation der Universitätsmedizin Mainz. Und hier der Beratungsraum, das ist jetzt die Übergangsphase, deswegen sitzen drei Personen da, sind normalerweise maximal zwei Personen und mittlerweile haben wir höhenverstellbare Schreibtische. Das Bild ist nicht mehr ganz aktuell. Ja, das ist auch so eines der ganz alten Bilder aus den Anfang der 90er Jahre. Was machen wir da? Der sogenannte Circulus Toxicosus, Sie kennen diese klassischen Vergiftungswehs. Wer hat was, wie viel, worüber aufgenommen, warum, wann hat er es eingenommen und wie geht es dem Patienten? Und die Dinge, die wir jetzt hier brauchen, wir hatten damals von Giften gesprochen, heute sprechen wir von Noxen. Nicht jede Noxe ist wirklich so giftig, dass es zu einer Vergiftung kommt. Das differenzieren wir heute etwas besser. Und um eben dieses Gift zu identifizieren, Noxe zu identifizieren, brauchen wir diese Informationen, Aussagen zur Kinetik und Dynamik dieser Substanz zu machen, um dann eben eine Risikobewertung machen zu können und eben entsprechende logistische Informationen geben zu können. Das ist das, was wir seit 50 Jahren tagtäglich tun in den 8 Zentren. Das Besondere hieran ist das sogenannte Geben und Nehmen. Das heißt, wir können natürlich nur so gute Informationen geben, wie... Wo ist der Pointer? So gute Informationen geben, wie wir Informationen auch vom Patienten erhalten haben und machen im Prinzip seit 50 Jahren Telemedizin. Heute spricht man das aus, wir machen es etwa seit 50 Jahren. Ja, die zwei Seiten der Medaille, wir steigen dann gleich in die Verbindung noch ein, ist zum einen die Informationsvermittlung, das ist ja das, was der Anrufende von uns gerne haben möchte, dass wir Informationen geben. Dieser Prozess der Übergabe in ein Computersystem hat in den 90er Jahren gestartet, hat sich immer weiter fortgesetzt. Wir haben natürlich heute auch alles, wie vorhin schon berichtet, im Computer. Etwa 3 Millionen, mittlerweile sind es etwas mehr sogar noch, Informationen, die wir hier verlinken, eigene Informationen aus dem Giftinformationszentrum, Daten aus dem BFR, Daten aus der Cosmetics Products Notification Portal, also auf der europäischen Kosmetika-Datenbank und zukünftig kommen die CLP-Produkte noch mit hinzu und wir werden sehr rasch im zweistelligen Millionenbereich dann auch überschritten haben. Die Datenbanken der Giftinformationszentren sehen unterschiedlich aus. Jetzt hier nur mal, um keines der Firmen irgendwie negativ zu outen, ein Arzneimittel nochmal, Amitriptylin. Wir haben eben in einem Suchindex finden wir die verschiedenen Dinge und können dann auf verschiedene Datenbanken rausspringen oder haben eben eigene Informationen oder gehen wiederum in den POIS-Index in toxikologisch relevante Datenbanken. Auf der anderen Seite, die andere Seite der Medaille ist praktisch die Dokumentation der Vergiftungen. Hier werden alle Informationen zunächst auf einem Blatt Papier aufgeschrieben, anschließend dann direkt vom Berater selbst in der gleichen Beratungsschicht in die Datenbank eingegeben und haben jetzt hier über knapp 25 Jahre läuft das System, wenn das Jahr um ist, ist es genau ein Vierteljahrhundert, hier 650.000 Fälle auf diese Weise einheitlich dokumentiert. Auch hier brauchen wir nicht auf die Details eingehen, nur so ganz grob die Information zum Anrufer, um anschließend nochmal ein volles Abschreiben rausschicken zu können, Angaben zum Patienten, Alter, Geschlecht, Körpergewicht, die Vergiftungsumstände, in dem Fall war es eine suizidale Exposition, Angaben zu den Agenzien, zu den jeweiligen Mengen und zu den Aufnahmerouten, dann Angaben zu den Symptomen und zu den diagnostischen, therapeutischen Maßnahmen, die wir empfohlen haben, die auch tatsächlich dann oder die durchgeführt wurden, beziehungsweise wir empfohlen hatten, können wir hier differenzieren, und Angaben zum weiteren Verlauf und zum Outcome der Vergiftung. Ja, eine Besonderheit vielleicht bei uns in Mainz, seit auch über einem Vierteljahrhundert betreiben wir ein regelmäßiges Follow-up. Das heißt, wir schicken in 2/3 aller Fälle Follow-up-Fragebögen raus, kriegen etwa die Hälfte der Frage dieser Fragebögen, die wir versendet haben, zurück. Das heißt, in gut 30% haben wir Outcome-Daten, wissen, was aus dem Patient weiter geworden ist.
Ja, warum machen wir das Ganze? Wir sammeln diese humantoxikologischen Daten letztendlich, um eine Dosis-Wirkungsbeziehung herauszutitrieren, um zu schauen, wo wird es kritisch, wo wird es behandlungsbedürftig, wo können wir die Patienten zu Hause lassen. Da haben wir die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, sehr viel gelernt. Was haben wir früher Kinder mit Zigaretteningestionen Magen gespült, wo wir halt einfach die Sicherheit haben, das ist bis zu einer gewissen Menge harmlos. Ja, der Zusammenhang zwischen Produktinformation und Produktdokumentation für diverse Studien wichtig. Auch hier, das war eine gemeinsame Arbeit, das TDI-Projekt aus dem Jahr 2002. Die beiden Seiten der Medaille, Sie sehen auf der einen Seite die Produktinformation, auf der anderen Seite die Falldokumentation und zusammen, das Ganze läuft zusammen in einem Namensindex, in dem wir hier eben diese Namen der Produkte und der Substanzen haben, und wir hatten damals schon von einer eindeutigen Kennnummer geträumt, beziehungsweise wir hatten die UBA-Nummer, hatten die dafür auch so ein Stück weit verwendet in Deutschland, und das war der Start in diese Sache. Hier will ich Sie mal ganz kurz in die Tiefen der relationalen Datenbanken mit entführen, wo hier die zwei Dinge zusammenhängen. Wir haben hier einen Fall, zweijähriges Kind hat zu Hause versehentlich auf oralen Wege 10 Milliliter eines Reinigers zum Beispiel getrunken, super clean. Den finden wir jetzt bei uns im Index, in unserem Suchindex. Das heißt, der ist wiederum verlinkt mit der Information, dass das von dem Hersteller XY dann produziert wird. Wir sehen auch, es gibt hier verschiedene Formulierungen, und wir sehen dann anhand der UBA-Nummer, konnten wir damals schon sagen, es war die Rezeptur gewesen. Wir wissen dann die Inhaltsstoffe, finden dazu wiederum Informationen über unseren Namensindex. Wir wissen auch, es ist einer entsprechenden Kategorie, Produktkategorie zuzuweisen. Und das dokumentieren wir jetzt in diesem Vergiftungsfall. Wir hatten dann noch erfahren, aus der Anamnese ist zum Erbrechen und zu einer Blässe gekommen, hatten hier eine Substanz gegeben, um die Schaumbildung zu verhindern, hatten Flüssigkeit empfohlen, den Fall unter einer entsprechenden eindeutigen Nummer abgespeichert, dann nochmal ein Follow-up versendet und noch im weiteren Verlauf erfahren, dass es zur Durchfall gekommen ist, den Fall dann letztendlich als nur leichte Vergiftung eingestuft und wussten auch, es kam zur kompletten Heilung. Das ist praktisch so der Ablauf, und Sie sehen hier den Zusammenhang zwischen Produktinformation und Falldokumentation. Genau, deswegen hatten wir damals gesagt, die Namen, die Produktnamen sind ganz wichtig, auf der anderen Seite allerdings auch diese eindeutige Nummer und eine Kategoriezuweisung. Zur Produktidentifikation mit dem Unique Formula Identifier, aus unserer Sicht ein ganz, ganz zentrales, wichtiges Thema, worüber wir sehr froh sind und sehr gespannt sind, auch wie es die Welt der Giftberatung verändern wird die nächsten Jahre. Das hat eine kleine Vorgeschichte. Wir hatten ja im Rahmen dieses Evaluierungsprozesses in der Europäischen Kommission einige Treffen gehabt, eines im März des Jahres 2010, wo wir dann mit Frau Jensen-Korte zusammensaßen und sagten, wir haben ein Problem mit Produktidentifikation. Und das hatte dann dazu geführt, dass am 27. Mai hatte ich noch kurz mit ihr telefoniert und sagte, machen Sie doch mal am 28. beim nächsten Treffen eine kurze Präsentation. Und wir haben dann praktisch die Erfahrung, die wir aus der MAGAM-Studie mit eingebracht hatten, wo wir mit dem IKW gemeinsam hier Wasch- und Reinigungsmittel zusammengetragen hatten, das hier mit einbringen können. Das Problem an dieser Stelle ist, dieses Problem ist ganz, ganz oben. Das heißt also, wir haben eigentlich den Link zwischen dem Produkt, was auf die Mutter in der Hand hält, mit dem schreienden Kind auf dem Arm, und den Informationen, den Dokumenten, den wir in den Poison Centers haben, gibt es nur diesen phonetischen Transfer. Und was sie uns da übermittelt, kann sehr bunt sein. Und das haben wir sehr schnell gelernt, dass das nicht ausreicht. Deswegen hatten wir gesagt damals, es wäre gut, einen Identifier zu haben, einen numerischen. Und die ganze weitere Kette hängt davon ab. Wenn diese Information schlecht ist, dann greifen wir im Zweifelsfall das falsche Sicherheitsdatenblatt, wir machen eine falsche Risikostratifizierung, wir machen falsche Prognose, Beurteilung, falsche Diagnostik, falsche Therapie, und dann für die weitere wissenschaftliche Auswertung greifen wir auch daneben. Also an einer ganz zentralen Stelle, deswegen haben wir gesagt, okay, so sieht es im Moment aus, die Mutter ruft an, mein Kind ist vergiftet, er fragt mit welchem Produkt, sie sagt mit Alisoma Calgo Jet W11 Ultra, das Produkt hatte ich damals dem IKW untergeschoben, gibt es natürlich nicht, und er sagte sorry, denn er kann es in seiner Datenbank nicht finden. Er hat keine komplette Liste mit Produktnamen, Kategorien und Identifiern, und er weiß jetzt nicht genau, ist es jetzt ein Handwaschmittel oder ist es ein Geschirrspülen-Maschinenreiniger.
Gut, das heißt, unsicherer Name, unsichere Produktkategorie und so weiter, die ganze Beratung wird natürlich unsicher und auch die wissenschaftliche Auswertung wird unsicher. Und wie gesagt, wir hatten damals diese MAGAM-Study, haben hier mit den 10, beziehungsweise damals noch 11 Zentren, Nürnberg war noch dabei, Daten zu verschiedenen Wasch- und Reinigungsmitteln zusammengetragen, vom IKW unterstützt. Und das war eine ganz zentrale Erkenntnis, die wir damals gewonnen hatten. Wenn der IKW nicht diese Unterscheidung gemacht hätte zwischen den industriellen Produkten und den Haushaltsprodukten, denn auf die hatten wir fokussiert, dann hätten wir hier versehentlich 9 statt 8 mittelschwere, statt einem mittelschweren Fall in unserem Set gehabt. Das heißt also, das war die Produktidentifikation, war für uns an dieser Stelle gar nicht möglich. Deswegen ist so wichtig, dass wir diese genaue Produktidentifikation übermittelt bekommen. Das heißt, wir hätten ein komplett anderes Ergebnis erhalten. Gut, hatten damals gesagt, wie gesagt, die Produktnamen, Produktkategorien und die eindeutigen Identifikatoren sollten elektronisch transferiert werden und das möglichst vor der Konsultation, vor einem Anruf einem Identifikationszentrum, dass diese Informationen zur Verfügung stehen und dann wird es in der Zukunft so aussehen, mein Kind vergiftet, mit was? Und er hat jetzt die Liste der möglichen Produkte hier, fragt, es gibt einmal Tabs oder Gel, die Mutter sagt, es sind die Tabs, welche Produktidentifikationsnummer ist in dem Fall der Eufy heute. Die Nummer wird genannt, sieht ein bisschen anders aus, aber vom Prinzip her und kann damit dann sagen, okay, es ist das Maschinengeschirrspülmittel und die Produktidentifikation ist sicher, die Rezepturzuordnung ist sicher, die Therapiemaßnahmen sind dann eben entsprechend sicher und auch bei Fallauswertungen können wir hier sicher darauf zugreifen. Ja, gut, noch ein letzter Blick hier in die Gesellschaft für klinische Toxikologie. Sie sehen, wir sind recht rege, mittlerweile 135 Mitglieder, hatten erst kürzlich eine Fortbildung in Wien zu Antidota, Sitzung der Leiter der Giftnationszentren bei uns in Mainz, hatten jetzt vor 2 Wochen, in der vorletzten Woche, unsere Jahrestagung in Freiburg und übermorgen und am Donnerstag bin ich wieder in Zürich, wo wir das Vergiftungsdokumentationssystem haben, weiter harmonisieren und an der Liste, einheitlichen Liste der klinischen Symptome mit einer Metra-Zuordnung arbeiten. Ja, wir haben eine gemeinsame webbasierte Datenbank, über die wir diese Fallzusammenstellung durchführen. Seit über 10 Jahren, 12 Jahren haben wir hier verschiedene Datensammlungen dann darüber zusammengestellt. Das eine war die erwähnte MAGAM-Studie, das war eine retrospektive Studie und das hatte dann zur Folge, dass wir auch eine prospektive Studie nochmal zur Augenexposition gemacht hatten. In der Zwischenzeit dann mit dem BFR einige Studien und jetzt praktisch aktuell in der Auswertephase die Marburg-Studie und die Pilotstudie Monitoring, gemeinsam auch wieder mit dem BFR. Das sind so die und diverse andere Fallsammlungen in unseren Arbeitsgruppen. Das war damals dieses Poster zu dieser MAGAM-Studie, wo es um die Augenexposition ging. Und diese Informationen sind auch dann in die OECD-Dokumente mit eingeflossen, wo es hier gibt, existieren humantoxikologische Daten. Sie wissen ja, die CLP-Verordnung, Paragraph 1, geht es um die Gesundheit des Menschen, Gesundheitsschutz des Menschen, da explizit beschrieben. Aber die meisten Dinge fußen natürlich auf Tierversuchen. Und das ist ein Novum, dass wir hier im Prinzip mit den Daten der Giftnationszentren mehr und mehr durch die Datenfülle auch eine Aussage machen können. Ja, gibt es einen gemeinsamen Nenner zwischen der Industrie und den Giftnationszentren? Die Frage hatten wir uns schon vor langer Zeit auch gestellt. Auf der einen Seite der Hersteller, dann so ein bisschen in der Mitte das BFR oder die ECHA hier an dieser Stelle und auf der anderen Seite die Giftnationszentren. Der Hersteller produziert ein Produkt, bringt es in den Markt. Dadurch kommt es zu einer potenziellen Gefährdung. Wenn es dann zu einer Exposition oder sogar zu einer Vergiftung kommt, werden die Giftnationszentren praktisch eingeschaltet und befragt. Dann ist das erste Problem, ist die Identifikation, wie gesagt. Wir müssen sicher identifizieren können. Dann sind wir natürlich an der Rezeptur interessiert, um eine Aussage zur Risikobewertung machen zu können, machen darauf basierend dann eben unsere Risikostratifizierung, Therapieempfehlung und einige Zentren und in den letzten Jahren mehr und mehr gehen wir den Fällen nach, um eben auch den verlaufenden Ausgang zu kennen. Und einige Hersteller haben Interesse daran, diese Daten zu erfahren. Und deswegen gibt es also auch Kooperationen zwischen den Giftnationszentren und den Herstellern. Um eben eine qualifizierte Beratung, qualifizierte Dokumentation machen zu können, muss diese Information vom Hersteller in die Giftnationszentren kommen, auf elektronischem Wege. Und das sind eben der Name nach wie vor von großer Bedeutung, diese Identifikationsnummer, das ist der Eufy, und die Kategorie und natürlich die Rezeptur.
Ja, auf der einen Seite ist der Käufer, auf der anderen Seite der Patient. Wir wollen, dass möglichst wenige Käufer zum Patienten werden. Das nennen wir Prophylaxe, deswegen warnen wir auch vor Kohlenmonoxid. Das ist Prophylaxe. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich, dass der Patient, wenn es dann zu einer Schädigung gekommen ist, sehr schnell wieder zum Käufer wird, also wieder gesund wird. Und das Ganze nennen wir den angewandten Verbraucherschutz. Das heißt, der gemeinsame Nenner ist der Bürger unseres Landes oder unserer Länder in dem Fall. Und insofern aus meiner Sicht durchaus ein Ziel, an dem wir gemeinsam weiterarbeiten sollten. Ja, ich komme zum Fazit. Exakte Produktidentifikation in Kombination mit aktueller und vollständiger Produktinformation ist eine elementare Voraussetzung für die korrekte Risikostratifizierung Therapieempfehlung der Giftnationszentren. Produktinformation und Falldokumentation sind in den Datenbanken der GITS miteinander verbunden und bilden so die Grundlage für wissenschaftliche Studien in der klinischen Toxikologie. Und eine einheitliche elektronische Übermittlung von Produktnamen, Identifikatoren, Kategorien von der Industrie in die Giftnationszentren beschleunigt und verbessert zukünftig multizentrische Studien, natürlich auch die Beratung in erster Linie. Bitte um Entschuldigung, das ist jetzt falsch animiert. Mit der Einführung der europaweit harmonisierten Produktdaten wird aus meiner Sicht ein Quantensprung in der gut 50-jährigen Geschichte der Giftnationszentren vollzogen. Zur Verarbeitung der neuen Produktinformationen müssen die Giftnationszentren ihre Datenbanken substanziell anpassen. Da muss einiges geschehen. Und diese neuen und erheblich höhere Anforderungen auch an die Technik, an die ans Qualitätsmanagement und an den Datenschutz, ich sage nur DSGVO, erfordern eine substanzielle Verbesserung der Ausstattung der Giftnationszentren. Ja, und jetzt bin ich am Ende und wie gesagt, ich komme aus der Stadt des zweiten deutschen Fernsehens und der schlaue Det hat immer einen Kommentar. Also Handelsname, Jufi und Produktkategorie spielen für uns eine zentrale Rolle. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Andreas, herzlichen Dank für deinen Beitrag und ja, gibt es Fragen an Herrn Stürer? Bitte schön. Ja, bevor Sie fragen, bitte immer das Mikrofon benutzen. Nicht nur, dass wir hier, wie wir sitzen, alle das hören. Vor allem die Dolmetscher hören gar nichts, wenn das Mikrofon nicht benutzt wird. Ja? Gedrückt halten und immer bitte das Mikrofon. Ja, schönen Dank. Ich komme erst jetzt hier zu meiner Frage überhaupt. Giftinformationszentralen, es gibt ja noch 8. Warum gibt es so viele? Jeder macht seinen guten Dienst, nichts dahingestellt. Im Zeitalter der ganzen Datenverarbeitung mit einem Klick alle Daten zusammen zu haben. Haben Sie Zugriff aufeinander von allen 8 Giftzentralen? Letzte Frage zu beantworten, teilweise, noch nicht umfassend, aber zur Frage, warum gibt es 8 Zentren? Wenn es Mainz nicht gäbe, würde in keinem rheinland-pfälzischer Arzt jemals klinische Toxikologie gelehrt bekommen. Ich bin dort in der Lehre tätig, das heißt, wir haben also auch den Vorteil, dass wir hier auch zukünftige Mediziner ausbilden in diesem Fach, auch Pharmazeuten ausbilden, das wäre sonst an einer Stelle gar nicht möglich. Das heißt, eine gewisse Flächendeckung ist sinnvoll. Es gibt da auch in Amerika die sogenannte 10-Millionen-Regel, das heißt, 10 Millionen Bürger, ein Giftnationszentrum ist eine sehr sinnvolle Verteilung. In der Schweiz mit einem Toxzentrum in Zürich, habe dort 6 Jahre gearbeitet, kann man relativ problemlos mal nach Solotouren fahren oder nach Kur eine Fortbildung halten. Das ist in Deutschland bei einem Flächenland nicht so gut möglich. Ein zweiter Aspekt ist Redundanz. Redundanz schafft Ausfallsicherheit. Was glauben Sie, wie viele Probleme wir tagtäglich mit Telefonprovidern und Telefonanlagen haben? Da sind wir immer sehr froh, wenn eines der Giftnationszentren sagen kann, hört mal, wir haben ein Problem, wir stellen jetzt die Telefonanlage um, dann verschwindet plötzlich mal für einige Stunden ein Giftnotruf und dann sind wir auf diese Redundanz eigentlich sehr froh. Ein weiterer Aspekt ist, Teil der Zentren sind pädiatrisch assoziiert, ein Teil der Zentren sind laborchemisch assoziiert, ein Teil der Zentren sind internistisch assoziiert, hat auch seine Vorteile. Also wir bilden da ein relativ breites Spektrum. Das Kind ist ja kein kleiner Erwachsener und das sind zum Teil erhebliche Unterschiede auch, die sich da auch in der klinischen Toxikologie gut abbilden. Die Frage stellen wir uns immer wieder, es ist berechtigt, dass man sagt, im Prinzip könnten wir es also auch nachts von Neuseeland machen aus, telefonisch, kein Problem, dann hat man dort Tag, braucht man keine Nachtschicht zu machen, haben wir auch schon überlegt. Aber der Vorteil ist wirklich, ist eine gewisse Ausfallsicherheit und eben auch die unterschiedlichen Spezialitäten. Nichtsdestotrotz, und da arbeiten wir mit der Fachgesellschaft sehr intensiv dran, die Synergieeffekte zu nutzen und mehr zu harmonisieren. Das ist auch ein Thema, wo wir mit dem BfR gemeinsam dran sind. Gut, gibt es weitere Fragen an Herrn Stürer? Bitte schön. Ja, dann nehmen wir eins.
Vielen Dank. Ja, umstritten ist ja gelegentlich auch die Einbeziehung von industriell und gewerblich genutzten Mischungen. Können Sie da einen Anhaltspunkt geben, wie oft Anrufe kommen, die Nachfragen nach explizit industriell genutzten, also von Entwicklungsfällen von industriell genutzten Mischungen? Gibt es das? Weil die Beispiele waren ja eher privat oder Privatverbraucher, die dort angerufen haben. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist richtig, das Spektrum an Noxen, was ich in dieser einen Studie, die ich einfach nach dem Zufallsprinzip rausgegriffen habe, gefunden habe, war nicht repräsentativ. In den Statistiken sehen wir haben etwa so ein Drittel an chemischen Produkten, Publikumsprodukten. Also industriell, sorry, dann war der eine Teil nicht ganz akustisch angekommen. Der Teil ist tatsächlich geringer, wobei es gibt immer wieder Fälle, es ist ein relativ geringer Teil, wo dann industriell genutzte Produkte dann doch mit nach Hause genommen werden und dann doch dort wiederum in der Industrie selbst gelegentlich Anrufe. Das ist eher ein seltener Teil, ja. Ja, da oben sehe ich nur da. Also vielleicht, wenn wir zwei Fragen noch schaffen wollen oder so, bitte kurz fassen, wenn Sie dort oben hatten sich gemeldet. Ja, bitte. Aktuell gibt es ja Verträge mit den Giftinformationszentren, dass wir die Nummer auf unsere Sicherheitsdatenblätter in den Abschnitt 1.4 reinpacken können. Sind die auch weiterhin notwendig nach der harmonisierten Meldung oder ist das dann dadurch abgegolten oder? Nein, das hat damit nichts zu tun, das bleibt weiterhin so gültig. Ne, das ist ja auch eine Frage des nationalen Rechts, des Status der Giftinformationszentren, was die hier in Deutschland haben, und mit dem Anhang 8 wird darauf nicht weiter Bezug genommen. Mhm. So, vielleicht, wir sind etwas über die Zeit. Trotzdem würde ich noch eine Frage gerne zulassen. Eine ganz kurze Frage. Ich komme aus der Industrie, mein erster Informationszyklus hier. Wie finanzieren sich die Giftinformationszentralen und was für kostenpflichtige Leistungen bieten Sie an oder wie werden die Kosten berechnet? Ja. Also es ist so, dass die Giftinformationszentren, dass wir leben ja in einem föderalen Staat, aus den Bundesländern heraus zunächst finanziert werden. Das heißt, das hat sich dann also auch vor 30 Jahren nach dem Fall der Mauer neu strukturiert. Und das heißt, die haben sich gewisse Bundesländer zusammengetan. Bei uns in Mainz war es jetzt Hessen und Rheinland-Pfalz. Und so ist es auch in anderen Giftinformationszentren so, dass zum Teil einzelne Bundesländer oder mehrere dann die Giftinformationszentren die Beratungsleistung finanzieren. Sie kennen, zumindest vor einigen Jahren waren die öffentlichen Kassen ziemlich leer gewesen und die Beratungszahlen sind trotzdem gestiegen. Und wir haben dann damals aus der Not heraus den Krankenhäusern die Leistung in Rechnung gestellt, weil der zweitgrößte Sektor, etwa gut 30-35% an Anrufen kommt aus diesem Bereich, haben dann hier die Krankenhäuser zur Kasse beten müssen. Die Bevölkerung soll natürlich weiterhin kostenfrei sein. Jetzt zur weiteren, alles Weitere, was wir tun, wenn wir jetzt irgendwelche explizit Fälle recherchieren, Datenzusammenstellung machen, dann sind das Dinge, die nicht durch die öffentliche Hand finanziert sind. Und das muss dann einfach je nach Aufwand berechnet werden.